Ich bin Chibi Let's Play und ich lese euch heute eine Kurzgeschichte von Tippi Let's Play vor. Es ist dieses Mal nicht so eine heißere Geschichte, wie man es vielleicht sonst von Tippi Let's Play kennt, aber hört sie euch einfach mal an. Von Gier und Reichtum. Die Stadtwache sieht mit aufgehender Sonne auf ein weites, friedliches Umland von den erst vor wenigen Jahren errichteten Stadtmauern aus. Und sie können fast bis zu den nächsten Dörfern sehen. Die weiten Wiesen glitzerten durch den Tau in der warmen Herbstsonne. Die Felder sind bereits abgeerntet und auf fast allen Bauernhöfen werden die letzten Güter auf Wagen geladen oder Vorräte für den Winter verteilt. Doch schon zwei Tage später bietet sich ein etwas anderes Bild bei dem Blick aus der Stadt Richtung Norden. Durch die dichten Nebelschwaden sind Lichter zu erkennen, viel zu viele, als dass es ein Händler oder nur Dorfbewohner sein könnten, die die Stadt besuchen wollen. Sofort schreit die Wache runter: Alarm! Alle auf die Mauer! Der laute Schrei und die kurz darauf erklingenden Hörner wecken einen Großteil in den umliegenden Häusern. Die darauffolgenden Trommelwirbel aus der Kaserne reißen jeden verfügbaren Soldaten aus dem Schlaf. Nur Minuten später trifft die erste Verstärkung an der Mauer ein. Der Zug aus Lichtern scheint kein Ende zu nehmen. Einige Dorfbewohner kommen auf Pferden zur Stadt geritten. Minuten später kommen auch weitere angelaufen. Die Stadtwache öffnet die Tore und lässt ganze Familien hinein, die Zuflucht suchen. Auf der anderen Seite strömen ebenso Menschen aus der Stadt. Viele haben Angst vor einer Belagerung und lassen lieber Haus und Freunde zurück, um sich selbst in Sicherheit zu bringen. Die Stadtwache versucht zwar, die Fliehenden zu beruhigen und aufzuhalten, aber der Großteil setzt die Flucht fort. Schon wenige Stunden später beginnen die anrückenden Truppen ihre Formation zu ändern. Die Stadtwachen sind bereits mit Schwertern oder Speeren und Schildern auf der Mauer oder an den Toren versammelt. Die Schützen haben sich im Torhaus und Türmen versammelt. Einige Soldaten, die für den Nahkampf ausgebildet sind, haben ihre eigenen Schleudern, Wurfwaffen oder Bögen dabei. Weitere Bürger strömen währenddessen aus der Stadt. Bereits ist allen Einwohnern bewusst, dass ihre Stadt angegriffen wird. Nachdem die ersten Reiter die Rückseite der Stadt erreichten, endete der Strom an Bürgern und nur wenige trauten sich hinaus. Die Reiter zögern nicht lange und beginnen, die Flüchtenden einzufangen. Bis zum Abend werden um die ganze Stadt herum Zelte errichtet. Am nächsten Morgen rücken immer noch weitere Truppen auf. Einige Tage später sind Katapulte entstanden und die Vorräte der Stadt werden bereits für eine Monate andauernde Belagerung verteilt. Den Stadtwachen fallen inzwischen einige Veränderungen am Umland auf. Einige Büsche scheinen sich über Nacht zu bewegen. Die beunruhigenden Berichte reißen auch in den folgenden Wochen nicht ab. Nachts wird von den Wachen immer wieder berichtet, dass sie Schatten vor den Mauern sehen. Manchmal fliegen Steine auf die Befestigung, ohne dass jemand in Sicht wäre, der sie hätte werfen können. Die Unruhe führt dazu, dass bedeutend mehr Soldaten nachts die Mauer schützen. Da die Katapulte noch außer Reichweite sind und die schweren Felsbrocken, die sie als Geschoss benötigen, noch nicht so leicht zu beschaffen sind, nimmt die Stadt es in Kauf, tags weniger Soldaten in Bereitschaft zu haben als nötig. Die Begeisterung unter den Soldaten hält sich darüber in Grenzen. Angst unter ihnen bricht aber erst aus, nachdem Einzelne während der Nachtwache mit Pfeilen und Bolzen von der Mauer geschossen wurden. Die Menge an Fackeln wird zwar erhöht, aber auch die helfen kaum, die Büsche hinter dem schmalen Wassergraben zu kontrollieren. Nicht mal fünf Tage später bleiben die Nachtwachen in den Türmen oder hinter kleinen Holzwänden, die sie aufgestellt haben. Die Soldaten werden immer unvorsichtiger und beginnen, einzelne Bereiche der Mauer zu vernachlässigen. Es dauert trotzdem, vom Beginn der Belagerung gerechnet, gut einen Monat, bis das erste Geschütz in Position steht. Die Stadt hat bereits mehrfach versucht, Hilfe vom Königreich zu bekommen, aber die Boten haben Probleme, den Reitern zu entkommen.
Nur die Brieftauben könnten zu anderen Städten des Reiches durchkommen. Von Verstärkung war bisher jedoch nichts zu sehen. Die Stadt bleibt auch weiterhin auf sich gestellt. Die Katapulte hingegen gehen in Feuerposition. Beunruhigte Stadtwachen stehen auf der Mauer und hoffen, dass die Kugel nicht direkt in sie einschlägt. Nach einigen Treffern in der Stadtmauer kommt ein Schuss, der bedeutend höher ist. Die Männer ducken sich und sehen das Geschoss einige Meter über sich hinwegfliegen. Weitere Steine folgen und reißen einige Gebäude ein. Die Soldaten sehen sich um und überall in der Stadt sind Geschosse eingeschlagen. Am Nachmittag werden die Schäden erfasst. Die Zusammenfassung ist schrecklich. 3 große Nahrungslager wurden getroffen, eine Schmiede ist völlig zerstört und einige Schreinereien sind schwer beschädigt. Der Hauptmann legt den Bericht hin und sagt zum Rest der hochrangigen Soldaten: Die Geschosse waren ziemlich breit gestreut, aber haben doch wichtige Gebäude getroffen. Die Trümmer der Schmiede haben zum Glück kein Feuer gefangen, aber wir werden ungefähr 100 Mann brauchen, um die Nahrung aus dem Lager zu sichern. Die Soldaten arbeiten die ganze Nacht daran, die Trümmer der Lager zu entfernen und die Nahrung zu retten, die durch die Gebäudeschäden nicht mehr sicher gelagert werden konnten. Die nächsten Angriffe lassen einige Tage auf sich warten. Die Nächte jedoch sind genauso unsicher für die Soldaten wie bisher. Immer wieder werden bei der Wachablöse Tote gefunden. Mit dem Wintereinbruch sind kaum noch genug Wachen vorhanden, um die Mauer vernünftig zu überwachen. Nachts wurden vereinzelt Entehaken gefunden, als hätte jemand versucht, in die Mauer einzudringen. Die Bürger hingegen sind inzwischen schlecht gelaunt. Es gibt keine Nachrichten vom Königreich, keine Verstärkung, die kommen sollte, und keine Aussicht auf ein baldiges Ende der Belagerung. Dafür haben die Angriffe mit den Katapulten bereits vieles zerlegt. Die Straße der Bäckergilde liegt komplett in Trümmern. Beide Wassermühlen, die am kleinen Fluss in der Stadt stehen, sind zerstört. Alle größeren Schmieden und Schreinereien sind ebenfalls zerstört. Ein Stadtteil ist zur Hälfte niedergebrannt und eine Krankheit wütet in den Rest dieses Stadtteils. Eine größere Unruhe bei den Einwohnern bildet sich und fordert, sich zu ergeben. Einen Monat später hat sich die Lage in der Stadt noch weiter verschlechtert. Durch die Beschädigung der Lager und Zerstörung der Backstuben sind die Nahrungsmittel bereits knapp geworden, obwohl sie für einen längeren Winter hätten reichen sollen. Die Krankheit hat sich ins Armenviertel ausgebreitet. Kriminalität und Unruhe zieht nachts durch die Straßen. Und einige Spione wurden gesehen, wie sie nachts aus der Stadt kletterten. Die ersten Rammböcke tauchten auf. Sie greifen die Tore an, reißen sie bis auf die Fallgitter nieder. Aber dann müssen sie aufgeben, denn die Wachen hatten siedendes Öl und Pech auf sie niedergegossen. Dennoch hinterließen sie Schäden. Den Mauern ging es ähnlich schlecht. Einige Abschnitte sind halb eingestürzt. Einige Wehrgänge sind durch Trümmern unpassierbar. Die Hälfte der Bürger in der Stadt hatten bereits die Hoffnung auf Hilfe aufgegeben. Rauch steigt aus der Stadt auf. Die belagerten Truppen sehen, wie eine große, fackelschwingende Meute zum Regierungsviertel zieht. Die Soldaten müssen die Zugänge absperren und sich mit den Adligen verschanzen. Es dauert nur 2 Tage, bis die belagerten Truppen den Großteil der Stadt übernehmen. Die Bürger werden in die Stadtteile getrieben und müssen sich ruhig verhalten, um nicht sofort getötet zu werden. Der Plan der Angreifer ist es, sie allesamt aushungern zu lassen, bevor sie die Stadt offiziell übernehmen können. Inmitten dieser Zustände erleben die Familien ihre letzten Stunden. Völlig entkräftet, krank und müde verfluchen sie die Gier nach Macht der Menschen, bevor sie kraftlos die Augen schließen und die verbleibenden Reste ihrer Lebenswärme aus ihren Körpern weicht. Die Gedanken der sterbenden Menschen treffen auf große Zustimmung. Überall sterben Menschen und schließen sich dem Fluch an. Tausende von Toten beklagen die Sinnlosigkeit von Leid und Verderben. Einige empört darüber,
dass das eigene Land bereit ist, eine Stadt zu opfern, nachdem die Ernte und die Steuern kassiert wurden. Andere zornig über den Egoismus der Adligen, die lieber Bauern und Bürger sterben lassen, als sich zu ergeben und einen Teil ihres Reichtums abgeben zu müssen. Andere wütend über die Eroberer der Stadt, die aus Gier zehntausende Bürger und einige tausende Soldaten den Tod überließen. Der Schnee schmilzt, die Leichen wurden in den Wäldern verscharrt und die Stadt wird von ihren neuen Besitzern besiedelt. Die übermächtige militärische Präsenz hat größere Konflikte verhindert. So vergehen die Wochen, immer mehr Vögel kehren zurück, Pflanzen schießen in die Höhe, Bäume entwickeln kräftige grüne Blätter. Und das Wild traut sich durch das Fehlen von Jägern und Bauern bis auf die große Wiese. Monate später wird der Frühling von seltsamen Ereignissen überschattet. Die Krankheit, die während der Belagerung tobte, schien gebannt, lebt jetzt aber wieder auf. Dieses Mal sind aber nicht nur die Bürger betroffen, sondern auch Bauern aus dem Umland. Und anders als übliche sind auch alle Bevölkerungsschichten betroffen. Adlige, Geistliche, Bettler, alle sind betroffen. Nach und nach nimmt die Zahl der Erkrankten zu, aber eine Heilung gibt es nicht. Es kamen keine Fremden mehr in die verseuchte Stadt. Zu Beginn des Sommers rücken neue Truppen auf, dieses Mal aber nicht, um die Stadt einzunehmen. In den letzten Monaten hatte sich die Krankheit als äußerst resistent erwiesen. Die Bürger sterben zwar nicht an ihr, zeigen aber immer weiter steigendes Aggressionspotenzial. Es geht so weit, dass die Kranken die, die ihnen helfen wollen, angreifen, sogar beißen. Nachdem bei mehreren Hilfsversuchen sämtliche Kontakte zwischen Helfern und Königreich völlig zusammenbrach und nichts mehr von ihnen gehört wurde, hat der König entschlossen, dass es zu gefährlich sei und die ganze Stadt ausgelöscht werden soll. Die anrückenden Truppen wundern sich zwar über den seltsamen Auftrag, aber marschieren trotzdem in die Stadt ein. Die Bürger greifen sofort die Soldaten an. Die lauten Geräusche, die beim Bewegen der Rüstung entstehen und dass die Kommandos geschrien werden, sorgt dafür, dass schnell Unmengen von Zombie-Bewohnern auftauchen. Am Abend muss der Offizier eine ernüchternde Meldung machen. Trotz der Tatsache, dass es nur unbewaffnete, kranke Bewohner sind, ist ein Großteil der Armee nicht mehr einsatzfähig. Viele sind verwundet und ein beängstigender großer Teil tot. Die Beseitigung der Zombies entpuppt sich als anstrengender als zuerst angenommen. Zudem greift die Krankheit immer weiter um sich. Nachdem eine kleine Armee an der Stadt verloren wurde, beschließt der König, dass das gesamte Stadtgebiet zur verbotenen Zone erklärt wird. Jeder, der innerhalb der Stadtmauern gesehen wird, wird nicht mehr in die Nähe anderer Menschen gelassen und muss innerhalb der Stadtmauern bleiben. Diese Quarantänemaßnahme zeigte Wirkung. Die Krankheit bleibt in der Stadt und schwächere Versionen besiedeln das Umland. Die Eroberung der Stadt erweist sich für das Königreich als wirtschaftlich vorteilhaft. Schon die große Menge an Honig, die während der ersten Sommermonate im Wald gesammelt werden kann, bescheren den Eroberern einen Goldregen, den sie kaum für möglich hielten. Der Herbst bringt die Unmenge Nahrung von den Ernten in alle Städte des Reiches. Mit den umliegenden Ländern wird reichlich Handel betrieben. Und obwohl die feindliche Übernahme nicht mal ein Jahr her ist, scheint es niemanden mehr zu kümmern. Doch nun, genau ein Jahr nach der Belagerung, bricht eine Seuche überall im Land aus. In allen größeren Städten füllen sich die Kirchen und Krankenhäuser mit Patienten. Diesmal dauert es nur wenige Tage, bis die ersten Menschen von den Patienten angegriffen werden. Eine erkennbare Spur gibt es nicht. Die einzigen, die Kontakt zwischen den weit entfernten Städten und dem Umland der Seuchenstadt haben, sind die Händler. Aber keiner von ihnen ist befallen.
Es werden verschiedenste Untersuchungen gemacht. Die Kirche versucht mit Gebeten den Zorn Gottes zu bremsen, was aber erfolglos bleibt, da der Grund ganz woanders zu suchen ist. Dank etlicher interessierter und hilfsbereiter Menschen findet sich eine Spur, die zurück zur Seuchenstadt führt. Aber nicht bis zur Stadt selbst, sondern zum Farmland. Alle Tiere der Umgebung scheinen sich verändert zu haben. Sie sind auffällig aggressiv. Eine forschende Gruppe wird bei einer Wanderung im Wald und der Suche nach den Gräbern von Rehen und Vögeln attackiert. Damit weitet sich die Suche aus auf alles, was im Umfeld der Seuchenstadt lebt. Nachdem Schafe und Ziegen sich ruhig und friedlich wie überall sonst zeigten, werden Kühe näher untersucht. Die erschreckende Erkenntnis, die daraus gezogen wird: Fast alle Kühe zeigen kein Anzeichen von Alterung oder Erschöpfung. Dafür weigern sich alle Bauern, eine Kuh zu töten, und werden schon bei dem Vorschlag aggressiv. Auch der Versuch, eine abzukaufen, wird abgeschmettert. Die vermeintlichen kranken Kühe werden beobachtet. Sie wirken unsicher auf den Füßen und wanken dadurch Tag und Nacht herum. Manchmal brachen sie auch durch die unsicheren Zäune aus. Im Wald werden sie aber von Wölfen ignoriert. Nicht nur das, die Wölfe teilen sogar ihr Fleisch mit ihnen. Direkt nach dieser Beobachtung wird ein Brief an den König geschrieben und die Forscher verlassen das Gebiet. Im Brief stand: Die Seuchenstadt ist nicht die Quelle. Die Bauern im Umland sind alle infiziert, sogar die Tiere. Besonders auffällig verhalten sich die Kühe, sie wirken zombiehaft und fressen Fleisch. Wir empfehlen, sämtliches Fleisch und Milchprodukte aus der Region zu verbieten. Die Maßnahmen reichten aber dem König nicht. Er schickte sofort eine kleine Truppe von Gelehrten, Priestern und Schlachtern mit etlichen Soldaten als Schutztruppe aus, um die Zombie-Kühe loszuwerden. Doch das Vorhaben entpuppte sich als schwerer als erst angenommen. Der Schlachter geht zu einer Kuh und schlägt ihr geübt die Axt in den Hals. Doch das Tier zeigt keine Reaktion. Weder versucht es zu fliehen, noch schreit es auf. Erst als er die Waffe wieder herauszieht, wendet sie sich zu ihm und rammt ihn mit dem Kopf zu Boden. Mit Schrecken sieht er, wie sie sich zu ihm wendet und sich in Bewegung setzt. Dass einer der Schlachter schreiend von der Weide gerannt kommt und in einer Distanz einige Kühe folgten, alarmierten die anderen Mitglieder der Truppe sofort. Sofort ziehen die Soldaten ihre Waffen, verstecken sich aber, da sie gegen gut 300 Kilo Kampfgewicht nichts ausrichten können. Aber auch die Hauswand hat ihre Probleme. Mit einem lauten Knall durchbricht die Zombie-Kuh die Hauswand und schnaubt wütend. Die kleine Gruppe flüchtet vom Bauernhof und die Kühe lassen von ihnen ab. Während die menschlichen Zombies in der Seuchenstadt noch ein kontrollierbares Problem waren, was auch schon unangenehm viele Verluste führte, steht nun das Militär vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Im Schloss des Königs zeigt sich aber, dass es nicht das einzige Problem war. Eine grobe Übersicht der Handelsabgaben gibt den Beratern des Königs schnell eine Übersicht, was im Laufe des Jahres passiert war. Die Milch der Zombie-Kühe und die Produkte daraus wurden überall im Land verkauft und wahrscheinlich schon verzehrt. Eine Besprechung mit dem König bringt das Problem auf den Punkt. Eine eingenommene Stadt, die durch Krankheit unbewohnbar ist und bereits Unsummen Geld verschlungen hat. Eine kaum überwindbare Armee aus mehreren tausend Zombie-Kühen, die bei jeder Form von Aggression ganze Dörfer überrennen können. Und dazu eine nicht feststellbare Menge an Infizierter in der eigenen Landesbevölkerung. Ein direktes, erzwungenes Isolieren von Erkrankten ist aber nicht möglich, da jede Begründung zu einer Massenpanik führen könnte. Die Infektion lässt aber auf sich warten. Die gesamten Exporte aus der nun als Seuchenregion bekannten Farmlandschaft werden eingestellt und es wurde versucht, die Lebensmittel noch zu sichern. Ein Berater des Königs kam auf die Idee, Gefangene bzw. Kriegsgefangene damit zu füttern. Mörder und Brandstifter als Abschreckung, Kriegsgefangene als Waffe, wenn sie in ihr eigenes Heimatland zurückgeschickt werden.
Der Plan gefällt dem König zwar, aber die Unkontrollierbarkeit der Krankheit, was Ausbruch und Ausbreitung angeht, lassen ihn daran zweifeln, dass es gut ist, auf Kriegsgefangene zu wetten. Bei Schwerstverbrechern ist es für ihn möglich. Sie werden einfach so lange gefangen gehalten, bis sie eine schreiende, blutrünstige Bestie werden und dann dem Volk präsentiert, als Abschreckung, was passiert, wenn man sich als Gesetzesbrecher und Sünder durchs Leben schlägt. Im tiefsten Winter ist es soweit und die Krankheit bricht aus, aber anders als erwartet. Die Zombies reagieren auf einmal viel bewusster. Sie wirkten mehr wie Besessene und nicht wie Zombies. Nur wenige Geistheiler und Spirituelle haben mitbekommen, was wirklich passiert ist. Die Krankheit ist ein Nebenprodukt der Rachewünsche Verstorbener, der Verstorbenen während der Eroberung der Seuchenstadt. Diese Erkenntnis konnten sie keinem mitteilen, da die Kirche sie als Ketzer womöglich verbrennen würde. Überall im Land werden nun aber Adlige von Zombies angegriffen, mal auf der Straße, mal in ihren Häusern. Die Untoten haben keine Probleme damit, geschickt wie ein Artist über Zäune zu klettern, sich an Wachen vorbeizuschleichen und notfalls auch zu töten. Durch ihre Untot sind sämtliche Körpererhaltungsgrenzen aufgelöst. Während die Soldaten nur 30-40% ihrer Kraft einsetzen können, nehmen die Zombies Muskel- oder Sehnenrisse bedenkenlos hin, um die ganze Kraft ihres Körpers zu nutzen. Innerhalb weniger Tage ist fast der gesamte Adelsstand ausgelöscht oder selbst zum Zombie geworden. Die einfachen Bürger und Bauern sind kaum von der Krankheitswelle betroffen, da sie nicht genug Geld hatten, um Käse oder Fleisch zu kaufen. Dem König hingegen wird es immer unangenehmer. Keine Nacht vergeht mehr, in der nicht schreiende Zombies in seinem Schloss gefunden werden. Ständig verliert er Wachen und selbst nach dem Tod der Zombies bleiben schemenhafte Schattengestalten und flüstern durch die langen Gänge. Mörder! Verräter! Du tötest Tausende für Geld und dein Ansehen. Mörder! Bist du mehr Mensch als wir? Wir sind die Toten. Opfere deine Geldgier. Mörder! Am letzten Tag der Mordserie wird der König tot in seinem Thronsaal gefunden, sein Gesicht zu einer angstverzerrten Miene verzogen, von oben bis unten mit Blut verschmiert und mit teurer Kleidung an dem Thron gefesselt. Die Krankheit verschwindet danach schnell, lediglich einzelne Fälle werden im Reich noch dokumentiert, dem die Seuchenstadt ursprünglich gehört. Einige Lieferungen mit verseuchter Milch und Käse haben sich auch dorthin verirrt. Und die wütenden Geister haben jene gefunden, die unterbunden haben, dass Hilfetruppen zur Stadt gesendet werden konnten. Und damit endet die Geschichte. Ja, heute mal ein bisschen düsterer und dunkler, aber muss auch mal sein. Und es hat mir auch Spaß gemacht, sie vorzulesen, auch wenn ich vielleicht jetzt kein Profi für Hörbücher bin, aber warum nicht, ne? Auf jeden Fall hat es sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich sehr an Tippy Let's Play, dass er mir den Text zugeschickt hat. Und ich finde es auch sehr interessant, was für eine Geschichte dabei rausgekommen ist mit der Moral, mit der Geldgier. Denn ursprünglich hatten wir ja einfach nur ein bisschen rumgesponnen während seines Let's Plays zu Zombie Driver. Er hatte nämlich mal gefragt, was man sich vorstellen könnte bei einer Zombie-Apokalypse, was für Tiere noch infiziert werden könnten. Weil ich meine, man kennt das ja mit Hunden und Krähen und allem. Und ich habe dann irgendwann geschrieben, ja, wie wär's denn mal mit Zombie-Kühen? Und irgendwie haben wir uns das so zusammengesponnen. Aber das meiste ist nun mal von Tippy Let's Play. Und meine Hochachtung auf jeden Fall. Also ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass es manchmal ziemlich anstrengend sein kann, eine ganze Geschichte aus nur 2-3 Aspekten rauszukristallisieren, sag ich jetzt mal.
Und ich finde es wirklich sehr toll, dass er es vorschlägt, dass man drei Begriffe einwerfen kann und er dann eine Geschichte daraus schreibt. Also wirklich Hut ab, super gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr dem Video ein Däumchen nach oben gebt. Jetzt nicht nur, um mir jetzt als Vorleserin einen kleinen Gefallen zu tun, sondern auch dem Autoren Tippi Let's Play. Ich bin mir sicher, er wird sich auch drüber freuen. Und dann sage ich mal bis bald. Gut, dann noch ein kurzer Kommentar von mir. Ich danke auf jeden Fall Chibi erstmal fürs Vorlesen. Sie hat es echt wunderbar gemacht, finde ich. Super, toll betont. Ja, wunderbar vorgetragen. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ich habe euch, falls ihr noch mehr von dieser schönen Stimme hören wollt, den Kanal in die Infobox gelinkt. Dann hoffe ich mal, es hat euch soweit gefallen, von der Geschichte her. Das Angebot mit drei Kommentare schreiben ist natürlich immer noch. Also ne, drei Begriffe in die Kommentare schreiben. Dann hoffe ich mal, dass es euch soweit gefallen hat, dass ihr euch auch schon auf die nächste Geschichte freut. Ich kann noch nicht sagen, was genau das wird oder wann genau das wird, weil ich bin zwar schon wieder am Schreiben, aber das mit dem Vorlesen ist bei mir immer so eine Sache. Es ist auf jeden Fall noch mehr in Arbeit. Also das Projekt geht auf jeden Fall noch weiter und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch auch andere Geschichten anhören wollt. Und insofern danke fürs Zuhören und ja, bis bald. Tschüss!